Hallo und herzlich willkommen zu unserem Tech Talk zum Thema Open Source. Mein Name ist Joanna Reicherts, ich bin Government Affairs Managerin hier bei Microsoft in Berlin. Und mein heutiger Gast ist Ulrich Hohmann, Corporate Vice President und Distinguished Architect bei der Microsoft Corporation. Herzlich willkommen, Uli, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir starten direkt mit der ersten Frage. Das Thema Open Source war für Microsoft in gewisser Art und Weise eine Reise, würde ich sagen, bei der wir nicht nur gelernt haben, uns zunehmend der Open Source Community gegenüber zu öffnen, sondern mittlerweile auch selbst zu einem der aktivsten Unterstützer des Open Source Ökosystems geworden sind. Aus deiner Perspektive, welche Lernprozesse hat Microsoft aus diesem Weg durchlaufen und wo stehen wir in Sachen Open Source heute? Im Endeffekt geht es um die Themen, wie helfen wir unseren Kunden, unseren Partnern besser, Software-Lösungen bereitzustellen, Software-Services anzubieten und damit Probleme oder Opportunities für unsere Kunden halt zu lösen oder herbeizuführen. Die Frage ist halt, wie macht man sowas? In den 50er und 60er Jahren hat man im Prinzip über Hardware Services bereitgestellt und die Software war ein Seiteneffekt. In den späten 80er Jahren ist im Prinzip die IP-Rechte aufgekommen, wo im Prinzip Software als schützenswertes Gut dargestellt worden ist. Und daher ist die Software-Kollaboration in Richtung kommerzielle Software gewandelt. Und vor 20 Jahren ungefähr hat man im Prinzip angefangen, Open Source zu nutzen, um Lösungen gemeinsam aufzubereiten und darzustellen. Linux ist ein großartiges Beispiel im Bereich Operating Systems. Microsoft hat eine ganze Zeit lang sich das angeschaut und hat sich dann entschlossen, zu überlegen, wie wir mit unseren Kunden, die jetzt zum Beispiel Linux einsetzen, besser zusammenarbeiten können. Das ist also der erste Schritt der Reise, zu erkennen, dass unsere Kunden anfangen, Sachen von uns zu fordern, die auf uns nicht unbedingt auf unserer Tablette standen. Und jetzt ist es so, dass man seit 10 Jahren zum Beispiel liefert Microsoft Software für den Linux-Kernel. Also wir sind ein aktiver Teil der Linux-Community, wir sind ein aktiver Teil der Linux-Foundation und das dauert eine Zeit lang, bis man aus einem Kollaborationsmodell, welches sich um geschlossene Software mit APIs, die veröffentlicht und dokumentiert werden sind, zu einer Source-Code-Based-Modell umgestellt hat und das hat für Microsoft ein bisschen gedauert, aber seit 5 Jahren, würde ich mal sagen, sind wir mehrheitlich Open Source orientiert im Bereich Data Science, im Bereich Databases, im Bereich Betriebssysteme, Bereich Compiler, Languages und so weiter und so fort. Daher würde ich mal sagen, wir sind nicht am Ende der Reise. Diese Reise wird weiterhin gehen, aber wir sind schon mittlerweile eine relativ reife Open Source Company. Wir beobachten aktuell immer mehr, dass Technologieunternehmen wie Microsoft zunehmend mit der Open-Source-Community gemeinsam wertvolle Synergien zu ihrer proprietären Software entwickeln. Aus deiner Perspektive, welche Potenziale birgt diese Entwicklung, insbesondere für den öffentlichen Sektor? Wenn man heute Cloud Computing sich anschaut, geht es ja um Software und Betrieb gemeinsam. Das heißt, wenn eine Wertschöpfung heute stattfindet, ist es halt eben nicht mehr nur die Software, sondern halt auch der Betrieb. Und Open-Source-Software erlaubt es uns und auch der öffentlichen Hand zum Beispiel, Additionen zu einer betrieblichen Software zu machen. Das heißt also zum Beispiel Microsoft Azure als Cloud Operating Environment bietet Möglichkeiten für alle im Prinzip, Additionen dazu zu packen in Open-Source und damit Werte zu schaffen, die dann gemeinsam von uns und Partnern betrieben werden können. Das heißt also, die Wertschöpfung ist halt eben nicht mehr nur die Softwareerstellung, sondern halt eben auch der Betrieb dieser Software. Und ich denke, da gibt es eine ganze Menge Wertschöpfung, die speziell für die öffentliche Hand interessant ist, wo Partner wie die Telekom oder andere, die jetzt in Deutschland sehr aktiv sind, mit uns zusammen aktiv sind und andere natürlich, wirklich Wertschöpfung betreiben können für die öffentliche Hand. Und die öffentliche Hand kann natürlich über das BSI und andere auch da Wertschöpfung dazugeben. Du hast gerade schon das Thema Microsoft Azure angesprochen. Welche Schwerpunkte setzt Microsoft denn aktuell bei seinem Open-Source-Engagement und welche Produkte stehen dabei im Fokus, wenn du da ein paar Beispiele geben könntest? Well, Open-Source is everywhere mit Microsoft oder bei Microsoft. Das fängt beim Browser an. Wir haben ja mittlerweile
mit Google und der Chromium-Community zusammengearbeitet. Der Microsoft Edge Browser ist jetzt auf Chromium basiert, also ein Open-Source-Projekt. Und wir haben aktiv in dieser Community Software geliefert, zum Beispiel für Battery Management, Power Management und solche Themen. Das geht dann weiter in Richtung Office. Die File-Formate sind standardisiert. Das heißt also, wir schreiben und lesen im Prinzip in standardisierte File-Formate. Das nächste Schritt ist dann das ganze Thema Linux. Mittlerweile sind mehr als 50% der Virtual Machines, die auf Azure laufen, Linux-basierte Maschinen. 60% der Lösungen, die im Marketplace angeboten werden, sind Linux-basierte Lösungen und nicht Windows-basiert. Und dann schaut man sich unsere Analytics-Produkte speziell an. Von unserer Hadoop-Plattform bis zur Data Science-Plattform oder auch der AI-Investments sind im Prinzip alle basierend auf Open Source. Und der Schwerpunkt ist dahin zu gehen, nicht notwendigerweise, was das Tool ist, sondern wie arbeite ich mit der Community. Welche Community muss ich empowern oder enablen, damit die bessere Lösungen anbieten können? Ob das nun eine AI-Lösung ist oder ob das ein Browser ist, wie bekomme ich im Prinzip mehr Value für den Endkunden geliefert, indem ich die richtige Community richtig anspreche? Ich denke, das Stichwort Community ist ja im Open-Source-Kontext wirklich absolut essentiell. Aus deiner Perspektive, welche Auswirkungen hatte denn unser Kauf von GitHub vor ungefähr 2 Jahren auf die Art und Weise, wie wir bei Microsoft mit der Developer-Community interagieren, uns aber auch im Hinblick auf Open Source im Allgemeinen positionieren? Also man muss ein bisschen zurückgehen, zu sagen, wie sind wir einfach zu diesem Thema gekommen? Microsoft hat angefangen und hat ganz klein auf GitHub mitgemacht. Also sprich in verschiedenen Open Source-Projekten, Entwickler haben Code geliefert, und so weiter und so fort. Bis wir irgendwann gesehen haben, dass wir der größte Contributor für Open Source auf GitHub waren. Und dann haben wir Gespräche mit den GitHub-Kollegen geführt, um zu sagen, wie könnte eine Company wie Microsoft euch helfen, für die Entwickler noch mehr zu tun? Und daher sind wir zu dem Schluss gekommen, dass GitHub und Microsoft, GitHub als selbstständige Einheit, nicht in einem Microsoft-Verbund direkt eingebunden, aber unterstützt von Microsoft, mehr Wert für GitHub oder für die Community bringt, als GitHub an sich, auf sich allein gestellt. Und daher haben wir gesagt, okay, es macht Sinn, da zu investieren. Und was heißt das für Microsoft? Wir sind im Prinzip noch enger an den Entwicklern dran. Wir bekommen über die GitHub-Community Feedback für unsere Produkte wie Azure oder unsere Data Warehouses oder AI-Technologie und sind natürlich als Teilnehmer der GitHub-Communities, wir sind weiterhin einer der größten oder der größte Contributor für Open Source auf GitHub, natürlich sehr aktiv und nutzen die GitHub-Plattform selber und geben dann Feedback für die GitHub-Plattform. Und daher bildet sich dann wirklich ein rundes Bild, wird sagen, okay, wie kann man der Community helfen? Wie können wir selber mit unserem eigenen Software-Development von GitHub Innovation profitieren und wie können wir dann halt auch zum Beispiel Azure verbessern, indem wir verstehen, was Entwickler denn eigentlich auf GitHub entwickeln und wie können Software-Services wie zum Beispiel Azure helfen, um da Fortschritte zu erzielen. Diese Entwicklung, die wir jetzt gerade eben schon beschrieben haben, von Microsoft hin zu einem der aktivsten Unterstützer des Open-Source-Ökosystems, ist das aus deiner Perspektive eher eine strategische Entscheidung gewesen oder war das wirklich eine ganz grundlegend kulturelle Frage im Unternehmen? Also strategisch wäre ja dann zu sagen, okay, wenn Satya auf einmal nicht mehr CEO ist oder es gibt ja diesen wunderbaren Joke in der Open-Source-Community, wenn Steve Ballmer wieder zurückkommen würde als CEO von Microsoft, würden wir dann nicht mehr Open-Source machen. Das wäre Strategie. Aus dem Grunde ist es eine kulturelle Geschichte, weil sowohl die Kunden als auch die Technologie als auch Microsoft sich selbst in die Richtung Open Source entwickelt haben. Man muss immer überlegen, dass Open Source nichts anderes ist als ein Kollaborationsvehikel, wie man Software erstellt. Und dieses Kollaborationsvehikel ist mittlerweile so tief in der Global Fabric, wie Software entwickelt wird, eingebunden. Kunden basieren darauf oder relyen darauf, die öffentliche Hand und nutzt Open Source Software, sodass wir, wenn wir eine Strategie machen würden, vielleicht an unseren Kunden vorbei agieren würden. Deshalb ist es eine kulturelle Geschichte, die unsere Software-Developer selber auch natürlich unterstützen wollen. Wenn man heute aus der Universität bei Microsoft anfängt, hat man Open Source Software-Kenntnisse.
Oder vielleicht, selbst wenn man einige Jahre schon gearbeitet hat, ist man ein Open-Source-Kollege. Und wenn man dann nicht mehr auf einmal mit seiner Open-Source-Community arbeiten kann, nur weil man bei Microsoft ist, ich glaube nicht, dass wir dann viele Softwareentwickler davon überzeugen könnten, bei Microsoft zu arbeiten. Von daher ist es wirklich eine tiefgreifende kulturelle Veränderung und nicht eine strategische Entscheidung, die von oben kommt, sondern es kommt von unten und ist wirklich eine Reflexion der Software-Innovationen und der Möglichkeiten, wie man über Community zusammen Werte schafft. Anknüpfen an das Thema Kultur. Microsofts Mission ist es ja, jede Person und jedes Unternehmen auf dem Planeten dazu zu bemächtigen, mehr zu erreichen. Ich frage mich, in welcher Hinsicht spielt denn unser Commitment zu Open Source eine Rolle dabei, diese Mission zu verwirklichen? Wie gesagt, Open Source erlaubt jedem, der Interesse und auch natürlich die Fähigkeiten hat, sich Lösungen anzuschauen. Sagen wir mal TypeScript, eine JavaScript-Version, die einfach type-safe ist. Und jeder kann da mitarbeiten. Also Anders Halsberg zum Beispiel, der Erfinder von TypeScript, ist einer derjenigen, die sagen, er würde nie wieder eine Nicht-Open-Source-Lösung bauen, einfach weil er mit Language-Experten aus der gesamten Welt zusammenarbeiten kann. Und diese Möglichkeit, also wirklich auch als Novice, also als Neuling praktisch anzusteigen und zu sagen, okay, wie schreibt man denn professionelle Software? Das ist ja nicht Gott gegeben, dass man weiß, wie man sowas macht. Open Source gibt einem die Möglichkeit, langsam sich da reinzusteigern und dann auch unabhängig von seiner Firmenzugehörigkeit Werte zu schaffen. Das war vorher nicht so einfach, ging zwar auch, aber nicht so einfach. Über Open Source und Systeme wie GitHub gibt es wirklich Möglichkeiten für jeden, an dieser Wertschöpfungskette teilzuhaben. Microsoft hat im April letzten Jahres gemeinsam mit BMW die sogenannte Open Manufacturing Plattform ins Leben gerufen. Dabei ging es ja vor allem darum, die Entwicklung von Industrie 4.0 Lösungen zu beschleunigen. Könntest du uns noch einmal genauer erklären, worum es dabei ging und welche Rolle Open Source in diesem Kontext insbesondere spielt? Ja, so Open Manufacturing Plattform ist nichts anderes als, ich nenne es Applied Industry 4. Industrie 4 als Standard ist natürlich richtungsweisend und zeigt in die Digitalisierung der Industrie, Manufacturing und so weiter und so fort. Standards sind aber nur so weit interessant, wenn sie mit Leben gefüllt werden. Das heißt also, wenn ich in eine Fabrik gehen kann und sage, ah, das ist eine digitalisierte, Industrie 4-basierte Fabrik. Das heißt also, ich muss sagen, was heißt denn das? Wie bekomme ich Software, die diese Standards unterstützt? Und wie bekomme ich sie praktikabel, sodass die Manufacturer sagen können, okay, es löst wirklich Probleme oder gibt mir neue Möglichkeiten. Daher haben BMW und Microsoft beschlossen, zusammen jetzt mit ZF, Bosch, InBev und ich bin mir nicht sicher, wer da noch fehlt, aber da gibt es noch einige andere, die jetzt angefangen haben, von Manufacturing für Manufacturing Industrie 4 in einen konkreten Kontext zu setzen. Und zwar so, dass Lösungen, die alle brauchen, ob das jetzt Connectivity oder Security oder was auch immer ist, wir nennen das Non-Differentiating auf Neudeutsch, Lösungen, dass die halt eben auf dieser Plattform zur Verfügung gestellt werden. Und es wird zwei Möglichkeiten geben, diese Dinge auszudrücken. Das eine ist eine Referenzarchitektur, zu sagen, okay, so macht man sowas. Und das andere ist eine Referenzimplementierung in Open Source. OMP, also die Open Manufacturing Plattform, zwingt aber niemanden in Open Source zu arbeiten, wenn er nicht möchte. Das heißt also, wenn man als Lösungsanbieter die Referenzarchitektur nehmen möchte und in eigener Software bereitstellen möchte, ist das völlig okay. Aber die Referenzimplementierung wird Open Source und ist Open Source, damit wir halt eben alles das, was wir vorher schon besprochen haben, also die Wertschöpfungskette zu erweitern, jeden einzuladen, ob das nun Individual oder eine Company oder auch die öffentliche Hand ist, entsprechend im Industrie 4-Kontext Wert zu schaffen. Zum Schluss würde ich gerne noch einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Wie wird sich aus deiner Perspektive Microsofts Open-Source-Strategie in den kommenden Jahren wandeln? Und was mich ganz besonders interessiert, welche Rolle spielt denn Open-Source bei der Entwicklung ganz neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz, aber auch zum Beispiel bei Quantum Computing? Also wandeln ist ein bisschen komisch gesagt, weil es wird nur mehr Open Source geben und mehr Collaboration across the board. Ob das vertikale Investitionen wie Open Manufacturing Plattform oder ob das Open Energy oder was auch immer sein mag,
Das ist also definitiv eine Schiene, die ich sehe, vertikale Lösungen mehr in diese Richtung anzubieten. Das andere Thema, wenn man sich heute AI anschaut, das ist alles basierend auf Open Source Technologies. Ob das nun TensorFlow, sponsored by Google, aber auch Open Source, oder ob das PyTorch oder andere Frameworks sind, die sind alle Open Source und werden sowohl von Microsoft unterstützt direkt in Microsoft Azure, aber wir liefern auch Software in diese Frameworks hinein. Das heißt also, AI ist definitiv sehr, sehr, sehr Open Source lastig, einfach aus dem Grunde, weil man sagt, okay, wir brauchen alle Brains dieser Welt, um entsprechend wirklich diese Probleme in den Griff zu nehmen oder die Möglichkeiten von AI wirklich auszuschöpfen. Ähnliches wird in Quantum passieren. Quantum ist natürlich eine ganze Menge Hardware. Hardware ist generell nicht unbedingt proprietär, aber schon eine Sache, die eher handgreiflich ist. Aber Software, zum Beispiel unser Q-Sharp, diese Sprache, die wir entwickelt haben für Quantum Computing, ist auch Open Source. Einfach dem gleichen Grund. Wir müssen die besten Leute der Welt dazu bekommen, am Quantum gemeinsam zu arbeiten, um gemeinsam Lösungen zu machen, damit wir diese Technologie früher als später zum Einsatz bekommen. Wie gesagt, wir brauchen mehr Menschen und nicht weniger Menschen. Deshalb wird Open Source weiterhin wachsen und noch mehr Teile beeinflussen, als es heute schon tut. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dir ganz herzlich dafür zu danken, dass du heute bei uns warst und uns Einblicke in dieses wirklich spannende und wichtige Thema Open Source gegeben hast. Vielen Dank, Uli. Dankeschön.